So. In diesem Falle wächst es schon auf der Straße, mehr oder weniger. Oh. So. Wunderbar. Okay. Das sieht mir alles nicht sehr geheuer hier aus. Eher ungeheuer. Ja. Komm her, du. Mieser Schlipper. Ja, den haben wir. Und den haben wir auch. Wunderbar. Den haben wir mal die Suppe so richtig schön versalzen, würde ich sagen. Hier unten stehen mehrere Kisten. Habe ich hier irgendwo einen Fass? Wahrscheinlich nicht, ne? Habe ich hier irgendwo ein Fass? Hier komme ich auch nicht hoch, guck mal. Hä? Hey. Wie komme ich denn da jetzt ran? Ich brauche ein Fass. Aber wo ist hier ein Fass? Hier ist kein Fass. Hier ist kein Fass. Na nun? Also, ich komme auch hier nicht raus. Das ist schon Mist. Ich komme hier nicht hoch. Ja gut, dann kann ich rein theoretisch nur da lang. So, okay. Jetzt sind wir hier. Oh, na, das kann ja heiter werden. Schöner Baum in 2D. Herrlich. Hier kann ich auch nicht runter, ne? Ich könnte hier runter. Oh je. Mir schwand Übles. Oh nein, ich bin wieder unten. Ich bin wieder unten. Oh. Ah, guck mal. Wir sind soeben in den Schornstein reingehüpft. Das bringt uns jetzt hier in diesen Raum. Es ist verschlossen. Mit einer verschlossenen Kiste, an die wir nicht rankommen. Finde ich gut. Ah, das ist der Raum, wo wir eben waren, wo wir von der anderen Seite standen. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt irgendwie einen Schlüssel finden. Ich gehe mal davon aus, dass der hier unten irgendwo in diesem Keller sich befindet. Ich hoffe es zumindest einfach mal. Ist jetzt die Frage, war ich hier schon? Hier ist ein Schalter. Oh. Seht, der Unbehaarte ist zu dumm zum Weglaufen. Er kommt zurück, um zu sterben. Angreifen! Ja, gut. Ey, so nicht, mein Freund. Ich krieg diesen Schalter nicht um. Den krieg ich auch nicht rum. Was ist das für ein Quatsch? Ich dachte, ich kann den Typen befreien. Gute Arbeit. Würdest du einen Mitmenschen, einen Unbehaarten, rauslassen? Ja. Ach so, das muss man... okay. Man darf es nicht selber. Ah, ich habe schon angefangen, mir Sorgen zu machen. Vielen Dank, Junge. Ja, bitte. Du kannst mir auch irgendwie helfen, oder? Du kannst mir doch mal einen Gefallen tun, Mr. Keysmith. Schlüsselschmied. Mach immer Schlüsselschmied. So, der hat jetzt wahrscheinlich... Ah, der hat jetzt... Ah, guck mal. Ah. Ich habe meine Werkzeuge wieder, aber ein Fluchtversuch klappt bestimmt nicht. Warte. Ich weiß, ich warte, bis diese dreckigen Biester eingeschlafen sind. Sie müssen irgendwann schlafen. Dann könnte ich ungesehen entkommen. Ja, oder du wartest einfach auf mich und ich mach die Viecher platt. Was hältst du denn davon? Es ist verschlossen. Naja, zumindest so lange, bis ich mich der Sache angenommen habe. Sieh her. Ja. Super. Du könntest mir auch mal einfach mal deinen tollen Schlüssel geben, den du da hast. Ich brauche nämlich einen. Ich habe da so meine Probleme mit so diversen Türen. Es ist ja nur eine Frage. Nur Spinnenweben. Schade. So, ist er jetzt draußen und hilft uns oder rennt er einfach weg? Er rennt weg, wie es aussieht. Toll, super. Ganz toller NPC. Wow. So, irgendwo war doch jetzt diese verschlossene Tür. Wo war die? War die hier? Ich weiß es nicht mehr. So, Turm des großen Baumes. Okay. Jojojojo. Ein Renn-PC. Rennen-PC. Rennen-PC ist auch lustig. Hab mich gerade verlesen. Entschuldigung. Ja. Wow, ihr seid so toll. So, ist das jetzt hier offen? So, okay. Die kriegt man so nicht auf. Dann muss ich mal gucken, ob ich diesen Typen irgendwo finde. Der müsste mir ja rein theoretisch jetzt dabei helfen, die Tür aufzukriegen. Oder aber ich finde noch irgendeine andere Möglichkeit.
Eventuell ist er ja hier irgendwo in einem von diesen Buden verschwunden. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich guck mal. Los, geht da rein. Ah, da ist er. Guck er. Hey, was ist los? Komm, in Deckung. Ich bleib hier, bis ich schlafen. Was? Eine Tür geht nicht auf? Na gut, wo ist sie? Okay, ich versuche es. Bis jetzt habe ich noch jede Tür aufbekommen. Das ist offensichtlich kein Problem. In einen langen Gang gehen, wo es von Affen nur so wimmelt, ist für ihn kein Problem. Ich frag nur. Aber hier weggehen kann er nicht, komischerweise. Egal. So, gucken wir mal. War das hier? Nein, das war nicht hier. Aber hier war auch noch irgendwas. Irgendwas habe ich hier noch verpasst. Warte mal. Wenn ich einmal hier bin, dann kann ich auch gleich mal gucken. Irgendwas hatte ich vergessen. Komm her. Bums. So. Der Dicke muss jetzt einfach mal warten. Nee, hier geht nicht rein. Irgendwas hatte ich da oben doch noch gehabt. Was war denn da noch? Weiß es gerade nicht mehr. Ist aber egal. Wir werden es herausfinden. Oh nee, da muss ich ja wieder auf diese Plattform hüpfen. So, warte mal. Vor allen Dingen hier. Wie komme ich hier hoch? Hier ist doch... Da drüben ist ein Fass. Fässer und Kisten, Kisten und Fässer. So, los rüber mit dir. Haben wir hier noch irgendwo einen Fass? Nee, hier sind nur die Tontöpfe. Hier unten vielleicht? Nein. Hier auch nicht. Nee, komm ich nicht hoch. Okay, dann muss ich wohl oder übel in den sauren Apfel beißen und mir einmal hier diesen Teleportionierer vornehmen. So. Gut, dann warten wir jetzt hier nochmal kurz. Da kommt er wieder. Und dann können wir nämlich einmal hier rüber. Ups. Da drüben steht nämlich auch noch so ein Typ. Ich glaube, der ist gerespawnt, ne? Noch, glaube ich, vorhin schon da. Hab ich den nicht vorhin schon platt gemacht? Ups. Nein! Wieso bin ich... Wo bin ich denn jetzt schon wieder hingekommen? Ah. So, los, zurück mit dir. Komische Plattform. So. Wieder warten. Warten auf das, was kommt. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Das war aber knapp. Das war aber mal richtig knapp. Hä? Ich habe gar nicht gesehen, dass die Plattform oben war. Ach, na toll. Jetzt habe ich es mir selber gerade vermasselt. Shit. Hätte einfach weiterhüpfen brauchen. Ich habe das nur nicht gesehen, dass die Plattform hochgegangen ist. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Ganz ehrlich, sollte man von dem Spiel eine Neuauflage machen? Ich würde sie nicht spielen. Nein. Einmal reicht. Oh Gott, was ist denn das? Wieso komme ich da nicht hoch? Bin ich gerade zu doof? Oh. Ja, du würdest sie schon spielen. Also, wie gesagt, ich mag das Spiel ja. Es ist okay. Aber es sind halt... Man müsste es halt wirklich in 3D dann machen, damit man halt diverse nervige Passagen hier halt einfach nicht hat, die man einfach nicht sieht. Das ist halt eben so ein bisschen... Gerade auch bei Sprungpassagen ist es manchmal halt nervig, wenn man einfach nicht sieht, wo man hinhüpft. Beziehungsweise... Was ist denn das? Wie komme ich denn da nicht hoch? Hüpfe ich da zu früh drauf, dass der Aufzug nicht hoch genug kommt, oder wie? Kann das sein? Ich war wahrscheinlich zu früh, ne? Ich muss wahrscheinlich einen kleinen Moment warten. Na gut, ich warte. Ich hasse warten. Also wenn es eins gibt, was ich wirklich nicht mehr abkann, das ist warten. In meinem Leben schon so viel gewartet. Das kenne ich auch von Crash. Ja, Crash Bandicoot war aber auch schlimm. Ach, gucke, ich muss da wirklich warten, bis das Ding weiter hoch ist, ne? Gebe auch zu, ich habe in Crash Bandicoot, ich habe nur den dritten gehabt. Damals. Und ich habe den auch nie durchgespielt, weil es mir einfach immer... Das war mir einfach viel zu schwer. Da muss man wirklich Nerven aus Stahl haben oder Eier aus Stahl. Ich habe keine Ahnung. Eines von beiden. Es ist einfach...
Nee, ist nicht meins. Ich habe alle und auch alle gespielt. Ja, ich nicht. Also, ich habe mittlerweile alle, aber ich habe bei weitem nicht alle gespielt. So, hier müssen wir irgendwie hochkommen. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Ja, da drüben macht auch schon wieder irgendwelche Dinge, die ich gutheißen kann, aber nicht muss. Der dritte ist der einfachste, ich weiß. Ich weiß, dass der dritte der einfachste ist. Ich habe trotzdem nicht durchgespielt, weil es mir irgendwann zu nervig wurde. Ich hatte irgendwann keine Lust mehr. Das Spiel war halt auch extrem lang, muss man mal zusagen. Ja. So, okay, jetzt bin ich wieder hier. Hier komme ich nicht hin, da drüben komme ich nicht hin. Ich kann jetzt wieder nur in den Schornstein reinhüpfen, aber das brauche ich nicht, weil das wäre Quatsch. Dann gehe ich einfach jetzt mal in die mittlere Tür, beziehungsweise in den mittleren Baumabschnitt. Und da müsste ja jetzt der Keysmith warten, genau. So, da wartet er. Hey, du hast mir nicht gesagt, dass hier ein Spießrutenlauf durch eine Million Morgs sein würde. Also Mann, entweder räumst du die Morg aus dem Weg oder ich gehe zurück in mein Versteck. Ja, komm doch her. Aua. Komm. Jo. Komm. Aua. Blöder Affe. Was? Hab. Manche hüpfen weiter als andere. Och, willst du mich verarschen? So, okay. Komm her, Keysmith. Schlüsselwächter. Hab ich so. Los. Du hast also diese aufdringlichen Affen abgeschüttelt. Junge? Gute Arbeit. Je weniger fällt, desto besser meine ich. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt zeige ich dir, dass ich Fähigkeiten besitze, die du noch schätzen wirst. Ja, schub mich ruhig weg. Ist okay. So, mach mal die Tür auf, mein Guter. Langsam, Junge. Beruhig dich. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du immer dazwischen funkst. Ich mach doch gar nichts. So, der Schmied stemmt das alte Schloss auf. Mit einem Klick springt es auf. Klack. Die Tür ist jetzt offen. Alles okay, ich hab's geschafft. Das war verdammt gute Arbeit, wenn ich mal so sagen darf. Wenn du mich brauchst, dann brüll los. Ich werde da sein. Verlass dich auf. Verlass dich drauf, hat er gesagt. So, okay. Ja, brüll drauf los, ist klar. Okay, hüpfe mal drauf. So, einmal nach oben bitte. Oha. Wo komme ich denn jetzt raus? Oh. Ich bin jetzt oben. Oh. Aua. Ey, was für eine Frechheit. Oh, wir haben ein paar Gulden gefunden. Boah, hast du dir gedacht, ja? Aua! Du blödes Ding! Hör gefälligst auf! Ah. Wo sind diese Kackaffen? Da drinnen sind sie. Kommt nur her, ihr Viecher. Hey! Ich muss wahrscheinlich gleich ein Heilkraut nehmen, wenn das so weitergeht. Ich habe mir nämlich gerade ordentlich zugesetzt, diese blöde Kanone da. Was ist hier mit... Hä? Wo kam der denn her? Respawn die Drecksäcke? Wie machen die das? Die respawnen hier. Boah. Nichts Besseres zu tun, als respawnende Äffchen zu beklatschen, oder was? Immer weg. Wie komme ich denn... Hä? Willst du mich verarschen? Sag mal... Ich habe mal eine Frage. Hier links ist der Eingang von eben, ja? Ich bin dann mit dem Aufzug gefahren und bin hier oben rausgekommen. Das kann irgendwie technisch nicht hinhauen. Das geht nicht. Okay, wahrscheinlich muss ich alle Affen gleichzeitig platt machen. Ich habe keine Ahnung. Hilfe! Blödes Ding! Das Ding kann man nicht kaputt machen. Shit. Oder muss man eine eigenen Waffe schlagen? Aua! Hilfe! Boah, das geht mir so auf den Sack gerade. Oh Mann, ey. Blöde Turm da.
Ja, du. Doofe Affe. Die respawnen hier die ganze Zeit. Ach, hier ist ein Ausgang. Den habe ich eben nicht gesehen. Aber wieso komme ich hier nicht raus? Wenn ihr die ganze Zeit respawnt, ist das nicht in Ordnung. Hä? Aber warum ausgerechnet an diesen Säulen? Ich kann ja die Säulen vor allen Dingen auch nicht verschieben oder sowas. Doch, die eine kann ich verschieben. Warte mal. Die da vielleicht, oder? Also, guck mal. Nee, geht nicht. Es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Ja, was mache ich denn da jetzt? Mann, bleib hier, du blöder Penner. Kriegst du doch einen Affen hier. Boah. Bist du echt ein Affen? Au! Ja, hier kann ich wenigstens ein bisschen meine Health wieder regenerieren. Aber nur ein bisschen. Irgendwas muss ich doch hier wahrscheinlich kaputt machen oder so. Kann das sein? Weiß man noch nicht was? Das muss doch irgendwas mit diesem Affen da zu tun haben. Dass ich die da irgendwie... Uah. Muss ich das hier reinlocken? Nee. Das hätte sein können. Die Drecksaffen respawnen die ganze Zeit. Die kommen hier nicht weiter. Kann ich diese Dinger verschieben? Nee, ne? Nee, das geht nicht. Hä? Oh, Affe! Mann! Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Nervige Typen! Wie komme ich denn jetzt hier weiter, verdammt nochmal? Nee, also kaputt gehen die nicht, die Säulen. Ich muss hier rein. Was haben die nur mit diesen Säulen? Den Typen habe ich schon freigelassen, ja. Was haben wir schon gemacht? Muss ich die zusammenlocken? Muss die alle auf einem Haufen haben und alle gleichzeitig umbringen oder wie? Ja, das kann ja heiter werden. Komm. Komm. Komm hier. Ne, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ah, sehr gut. Komm, Äffchen. Komm. Kann ich mir jetzt erstmal meine Hälfte machen lassen. Und gleich wieder abziehen lassen. Das ist alles gut. Komm hier. Komm, Äffchen. Ich komme vor allem auch nicht mehr raus, ne? Was ist denn das jetzt wieder? Ich muss das Ding kaputt machen, oder? Ich bin Aufzug gefahren, ja. Eben. Da kann er wieder runter. Okay. Also ja. Ist genau der Raum, oder? Nee. Ich fahr nochmal nach oben. Ich muss ja da hoch.